gucken wir schon mal, wie die erste Szene aussieht, ob wir schon das Licht brauchen oder ob das uns stört, weil wir hier extrem aufpassen müssen wegen der Spiegelung, weil wir hier so zwei super schöne große Spiegel haben. Und da muss man natürlich genau gucken, von wo filmen wir und dass das Licht nicht drauf ist, aber die Schauspieler trotzdem gut ausgeleuchtet sind. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier wieder unterwegs, wir haben gerade Rast gemacht, wir sind irgendwo hier Richtung Norden schon, denn es geht diesmal nach Kiel zur Firma Dau und dort werden wieder richtig coole Videos gedreht, aber bis dahin müssen wir jetzt erstmal noch 2 bis 3 Stunden fahren, dann wird eingecheckt im Hotel, dann gehen wir noch was Kleines essen und dann geht's morgen früh los und übermorgen für 2 coole, neue, tolle Videos. So, 585 Kilometer und 6,5 Stunden später sind wir hier in Hamburg angekommen. Wir checken jetzt erstmal ein und dann mal gucken, was wir heute Abend noch so treiben. Sonnenuntergang und da, guck mal, fliegt sogar ein Flugzeug da gerade weg. Toilette auch schon versteckt. Super ausgesucht, Patrick. Mega. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Windberg. Wir sind in 10-15 Minuten da, denn dort ist die erste Location für das erste Video. Und da geht es um ein kleines Werbevideo, wo wir ein richtig schönes Bad haben mit einer Regenfalldusche, einer Badewanne, 2 Waschbecken und richtig schönen Fliesen. Und da machen wir jetzt das erste Video heute. Und morgen ist dann der zweite Drehtag, wo wir dann nochmal verschiedene Baustellen besuchen, Mitarbeiterinterviews machen und da dann coole Aufnahmen sammeln für das zweite Video, für das Recruiting-Video. Sind wir fertig mit dem Aufbau oder wie sieht's aus, Patrick? Ja, sind wir soweit durch mit dem Aufbau. Jetzt gucken wir schon mal, wie die erste Szene aussieht, ob wir schon das Licht brauchen oder ob das uns stört, weil wir hier extrem aufpassen müssen wegen der Spiegelung, weil wir hier so 2 super schöne große Spiegel haben. Und da muss man natürlich genau gucken, von wo filmen wir und dass das Licht nicht drauf ist, aber die Schauspieler trotzdem gut ausgeleuchtet sind. Der erste Drehtag ist im Kasten. Wir haben richtig coole Aufnahmen hinbekommen. Die Schauspieler waren auch super, beziehungsweise waren eigentlich Laienschauspieler. Aber die haben es richtig geil gemacht, deswegen das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und jetzt sind wir kurz noch hier Richtung Kiel. Also wir sind jetzt in Kiel und haben uns was leckeres Essen bestellt und genießen das jetzt bei einer super schönen Aussicht hier. Wir waren jetzt hier an der Seebar lecker essen, war richtig cool, die Aussicht war auch sehr geil und dann waren wir gerade vorne, uns nochmal die Aussicht genauer anzugucken, weil da geht noch ein Steg nach vorne mit einem Sprungbrett direkt ins Wasser, dann haben wir nach hinten geguckt und dann ist uns das aufgefallen, dass unser Hotel direkt hier ist. Haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet, weil wir einfach erstmal essen gehen wollten und ja, gerade mal 50 Meter entfernt ist das Hotel und da checken wir jetzt ein. Und was ein Blick. Ui. Guck mal, wie ist hier mit Musik empfangen. Und richtig cooles Zimmer. Wenn man sich jetzt das Gebäude hier vorne wegdenkt, haben wir direkt einen Meerblick. Oder Seeblick. Ja, 8 Uhr, nee,
5.41 Uhr. Wir sind jetzt schon wieder wach, denn der zweite Drehtag steht an. Und wir haben hier eine super schöne Aussicht und so steht man natürlich gerne auf. Aber jetzt geht es erstmal ins Bad, fertig machen und dann müssen wir um 6.10 Uhr losfahren, dass wir dann pünktlich bei der nächsten Baustelle sind. Dass wir da wieder eine flüssige Bewegung haben. Das heißt, du sagst gerade nochmal hier, austauschen, du nimmst entgegen, sagst okay, danke und dann verabschiedet ihr euch und lauft gerade wieder Richtung Autos. Okay, sehr gut, das haben wir. Bis jetzt. Ja, sehr gut. Letzte Aufnahme hier im Lager, jetzt kommt die Drohnenaufnahme und dann geht's auf die Baustelle. Okay, wir haben das jetzt soweit, das heißt, wir würden jetzt die Drohnenaufnahme machen. Ihr müsst im Prinzip einmal drehen, dann müsst ihr kurz koordinieren, wer vorfährt. Und dann könnt ihr quasi hier rausfahren. Ich weiß nicht, fahrt ihr nach links weg, nach rechts weg oder ist es egal? Nach rechts, ja, okay, das ist gut. So, okay, und bitte. So, zurück in Mannheim heißt es ab an den PC, Daten sichern und Video schneiden. Hier hinten seht ihr schon mal das eine Projekt, das ist der Vlog, denn das Recruiting-Video ist bereits fertig und auch schon im Einsatz hat uns der Sascha auch Bescheid gegeben, dass nach wenigen Tagen schon 3 Bewerber sich beworben haben und 2 davon sehr vielversprechend sind. Und dann merkst du mal, wie wichtig das Thema Videomarketing ist und was man damit alles erreichen kann. Und unsere Kompetenz ist es, nicht nur eben die Videos zu produzieren, in dem Stil, wie sie sind, dass sie funktionieren und auch wirklich cool sind, sondern wir helfen dir auch eben das Video dementsprechend einzusetzen, dass es funktioniert und dass es gesehen wird, weil was bringt dir das beste Video, wenn es nicht gesehen wird? Und ja, wenn du aktuell auf der Suche bist nach Mitarbeitern, dann melde dich gerne bei uns. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr so coole Einblicke haben willst von unserer Arbeit, Behind the Scenes, Making of etc. oder auch wie wir an die Videostrategie rangehen, was ich mir teilweise im Kopf vorstelle, wie ich die Sachen umsetze, dann lass ein Like da, dass ich weiß, okay, ihr wollt mehr davon und abonniert den Channel, dass ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann.